Campingplatz Tour zeigen. Also hier, aber es ist so kalt. Ich fange jetzt an und mach gleich weiter. Also hier sind die Männertoiletten und Duschen und Frauentoiletten und Duschen. Und dann kann man, wenn man hier rumgeht, hier noch extra so Wasserstellen hat man da, um abzuwaschen. Ja, alles alt, aber sauber soweit, ne? Die Dinge. So, dann geht's weiter. Ich stehe da um die Ecke. So, da vorne ist das Restaurant. Hier sind noch die Toiletten. Ach so, bei der Männerseite gibt's auch diese Waschbecken. Kann man abwaschen, da seht ihr's. So, und hier sind Bungalows. Kinder. So, hier geht's weiter. Da ist ein Supermarkt. Da kriegt man alles, was man braucht. Oh, Menschen. So, da kann man Wäsche waschen. Ja. Und eigentlich ist das voll schön hier. Dann, ach so, können wir jetzt auch noch hingehen. Da seht ihr, ist das Restaurant. Und da stehe ich fast gegenüber. Da gibt's, also ich werde jetzt jeden Abend essen. Für mich hat's gereicht. Wenn mein Mann jetzt kommt, ich denke, dem wird's auch reichen. Aber Barcelona ist halt hier so in der Nähe. Ich gehe davon aus, dass wir dann öfter in Barcelona sind. Nur mit Wuschel war mir das ja immer zu, weiß ich nicht. Ich war ja schon oft in Barcelona. Ich musste mir das jetzt nicht unbedingt noch angucken. Klar ist Barcelona schön, so nicht, um Gottes Willen. Ah, da sind die ganzen Katzen, die hier sind. Aber ich meine, also ich habe alle Attraktionen gesehen, ne? Ich muss jetzt nicht extra was sehen. Also hier ist das Restaurant. Da ist so eine kleine Terrasse. Und da ist schon das Meer, da die Katzen. Hier sind so Bungalows und so. Ja. Da seht ihr das Meer. So. Hier sind Strelizien. Hier so das Restaurant. Streitet ihr euch? Oh nein. Ihr habt gar keinen Streit. Ihr macht andere Sachen. Okay. Ja, hier schöne Blumen. Wie gesagt, da hinten ist das Meer. Also man kann auch in erster Meereslinie stehen. Das kostet aber doppelt so viel, wie ich zahle. Ich stehe jetzt da. Wie gesagt, hier ist das Restaurant. Man kann da sitzen, hier sitzen, da sitzen, überall sitzen. Ich zahle jetzt 18 Euro die Nacht. Mir hat es gereicht. Ich bin auch, ich zeige es euch gleich mal. Ich bin sofort am Meer. Also es ist echt super hier. Ja, das war soweit der Campingplatz hier. Also alles da, was man braucht. Die Duschen, also so sieht es drin aus. Hi. Die Duschen sind super, alles in Ordnung. So. Und da stehe ich mit Herrn Wuschel, unser Nachbarn. Ja. Ich muss gleich mal hier alles aufbauen, wenn mein Mann morgen kommt. Dass er dann alles hat. Ja, dann kommt hier unser Tisch hin und so und dann ist das ganz gut. Ich räume vorne immer, wenn ich stehe, allen möglichen Scheiß rein. Ja. Also wie gesagt, der Campingplatz hier, der ist echt super. Man hört natürlich zwischendurch die Flugzeuge. Macht mir jetzt nicht so viel aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Anderen Leuten vielleicht schon, mir jetzt nicht. Also mir war es wichtig, in der Nähe vom Flughafen zu stehen. Ja, und dann ist es nun mal so. Dann hat man nun mal Fluglärm, ne? Kann man nicht ändern. So, ich gehe erstmal rein zu Herrn Wuschel. So, weiter geht's hier mit meiner Tour. Das war ja noch gar nicht vorbei. Also da ist der Supermarkt, ne? Hier, ich komme gerade von den Toiletten. Da ist der Supermarkt. Ich zeige euch nochmal, wie man da waschen kann. Also da steht ja auch, ne? Könnt ihr ja lesen, Ice Cream, Cold Drinks, Crepe und sowas. Aber jetzt hat das halt noch nicht offen. Ich gehe mal davon aus, im Sommer wird es offen haben. Hier sieht man die ganzen Bungalows. Hier kann man waschen. Wie gesagt, das muss ich mal in Anspruch nehmen. Und dann hier der Supermarkt. Also der ist schon ganz gut bestückt für so einen Camping-Supermarkt. Man bekommt auch allen möglichen, alles Mögliche fürs Camping. Also mir fehlte Deo, also zum Sprühen und Müllbeutel. Und das hatten die hier. Süßigkeiten,
Alkohol, also allen möglichen. Oh, schlecht haben wir hier lang. Scheiß bekommt man. Hier sind die Mülltonnen übrigens. Da war ich auch gerade. Und wenn man dann hier lang geht, das ist so hier der so ein Rundweg, dann kommt man, Buschelkamm, da vorne zur Rezeption. Da gehen wir jetzt mal hin. Da seht ihr schon die Fahnen. Da ist die Rezeption und da ist der Supermarkt. Also alles sehr nah bei. So, da geht's jetzt hin. Gar nicht wahr, hab ich euch Mist erzählt. Da vorne, wo die stehen, da ist die Rezeption. Und wo waren jetzt die Fahnen? Weg sind sie. Da, das ist der Eingang vom Campingplatz. Wuschel, hier sollst du Pipi machen. Und hier ist so eine Autobahn, also Autobahn nicht, Hauptstraße auf jeden Fall. Das ist die Einfahrt vom Campingplatz. Ja, hier geht's dann über die oder rüber, wenn der Wuschel mal fertig ist. Hier geht so eine, über so eine Brücke zum Pool, aber der hat jetzt zu. Und Minigolf und Squash spielen. Nee, sieht man nicht, was da ist. Da ist der Minigolfplatz. Werden wir jetzt wohl auch nicht in Anspruch nehmen. Da oben drüber ist der Pool. Muschel, geh da mal weg. Lass mich machen. Hier, aber wie gesagt, der ist jetzt zu. Ich habe versucht hinzukommen, aber die Dinger sind zu. Nee, Wuschel, komm. Komm, hallo. Hier Minigolf. Und da vorne sind so Sportgeräte. Das heißt Sport so, ne? Hier sind noch mal Toiletten. Palmen. Wuschel. Oh, sorry. Also hier so Sportgeräte. Da könnt ihr dann nicht Pipi machen. Wusch. Hier könnt ihr draußen was machen. Ich weiß gar nicht, was hierher kommt. Wuschel. Man pillert nicht überall hin. Hier scheint dann im Sommer auch irgendwas zu sein. So. Komm. Ja, dann geht's. Hier ist ein Eingang zum Pool. Da hinten war ein Eingang zum Pool, ne? Also der muss riesengroß sein. Ach, dein Ernst. So, ich muss mal gerade hier. Der Hund macht sein Geschäft. So, weiter geht's. Hier sind so Iglus und Tischtennisplatten waren hier. Genau. Und Klettergerüst für Kinder im Schatten. Also im Schatten ist es schon sehr kalt. Und dann kann man hier Squash spielen. Oder Badminton. Das mit der Scheibe auf jeden Fall. Ja. Uiuiui, ist es kalt im Schatten. Eieieiei. Komm, wir gehen wieder in die Sonne, ne? Eieiei. Und windig heute. Ich hasse ja Wind. Ich laufe hier gerade rum. Hier sind nochmal Toiletten oder Waschmöglichkeiten, aber die haben zu. Was interessant ist, diese ganzen Zelte und Iglu-Dinger. Ich weiß nicht, ob die jetzt offen haben. Richtig hier mit einer Tür. Ich weiß nicht, ob die jetzt offen haben. Wahrscheinlich nicht. Aber die kann man sich dann im Sommer mieten. Ja, ihr hört es. Immer die Flugzeuge. Also, gesagt, mir macht das jetzt nicht so viel aus. Ja. Was ich noch sagen wollte zu Barcelona, ich habe vorhin das Video, guck, also richtig so mit Tür. Ich hatte mir vorhin das Video angeguckt, dachte so, oh Gott. Achso, hier unten sind so Bungalows. Kleine. Ja. Da kann man, und so Iglus gibt's hier, da kann man auch drinnen schlafen. Ja, also zu Barcelona, ne? Ich liebe Barcelona. Barcelona ist meine Lieblingsstadt in Europa oder überhaupt. Also ich habe bisher noch keine bessere gefunden. Singapur oder so war auch nicht besser. Ich liebe Barcelona, nur wir waren halt schon, ich war halt schon so oft da. Und mit Hund jetzt, ja, was soll ich machen? Ne, ich kenne das meiste und so. Und deshalb, also wir gehen da in 2-3 Tagen nochmal hin, gucken uns Barcelona an und dann muss es das auch gewesen sein. Das heißt, es muss gewesen sein, um Gottes Willen. Ich sage ja, ich liebe Barcelona, aber man hat es dann auch irgendwie, also ich finde irgendwie, jetzt so oft war ich da, ich reite mich nur weiter in die Scheiße rein. Ne? Ich sage am besten gar nichts mehr. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Was?
gerade wieder einer gestartet. Was ist das denn? Sind das wohl Zelte oder sind das richtig schön hier? Naja, sehr wohl willkommen. Also man kann hier auch mal so hin eventuell. Also wie gesagt, ich war jetzt schon oft in Barcelona, habe eigentlich alles Wichtige schon gesehen und freue mich jetzt auch, dass wir wieder hinfahren. Huch, da sitzen Menschen. Aber mit Wuschel ist dann ja nochmal was anderes. Ne? Hier ist ja gerade Familie oder so. Da kommst du ja mit ihm nicht rein. Ne? Hier sind ganz viele Bungalows. Auf der anderen Seite stehe ich. Hier sind schon Menschen. Und jetzt wird es nochmal richtig interessant. Hier. Heftig, ne? Das sind, glaube ich. Komm mit. Wuschel. Wohnung. Wuschel. Komm mal mit. So, hier die Bungalows. Alle mit Gasflasche. Boah, es riecht richtig nach Spanien. Und hier kann man, glaube ich, auch drinnen schlafen. Ob Spanier in so kleinen Zelten schlafen? Oh Gott. Hier ist es halt nur zum Schlafen. Hier haben welche, wohnen richtig welche. Ja. Hier ist auch eine Surfschule, glaube ich, oder irgendwas für Wassersport. Hat jetzt aber auch zu, ne? Hier geht es zum Strand. Aber sie macht da jetzt irgendwas. Das gucken wir uns doch mal an, Wuschel, ne?